Oh! Ja, der kann ja was, ey. Das ist ja Wahnsinn, du. Tim Wiese Flugschule, ey, hier. Servus, wir sind heute hier beim HSV und heute mit dabei endlich mal ein Keeper, Chris Martinha. Grüß dich. Alles klar? Alles gut. Ja, danke. Bei mir ist alles bestens. Ich würde sagen, bei dir nachher nicht mehr, weil wir werden heute ein bisschen fliegen zusammen. Ja, ne? Das werden wir mal zusammen sehen. Du bist heute hier zu Gast und heute ist schon mal schöner Sonnenschein. Weißt du wieso? Weil ich ein Sonnenschein bin. Weil ich ein Sonnenschein bin und deswegen gehen wir jetzt zusammen warm machen, genau. Dann Dropkick schießen und dann geht's los. Ne? So schaut's aus. Let's go. Hau rein. So Chris, heute machen wir Free Kicks, aber specialmäßig mit Kartonagen. 5 Schüsse du, 5 Schüsse ich. Derjenige, der mehr hält, gewinnt das Ding. Okay, ready? Let's go. Bist du ready? Ja! Toulouse! Ich weiß, weswegen ich nicht Stürmer geworden bin. Oh! Schade. Naldo! Oh! Oh mein Gott! Mit Ansage! Ja, Naldo! Kann man auch nicht halten, du, ey. Mann! Topform, so war ich nämlich im Training drauf, du. Jetzt bist du dran, ne? Ja. Ja, der kann ja was, ey. Das ist ja Wahnsinn, du. Aber ich hab ihn nicht gesehen, den Ball, ohne Scheiß. Tim Wiese Flugschule, ey, hier. Hey, guys, come on, come on, come on! Oh! Boom! Ich sag ja, ich habe mich vorhin noch warm geschossen. Junge, war eine Granate. Teufelsschuss hier. Oh! Oh, super safe, ey. Super safe. Ja, ich muss jetzt hier irgendwie die Zahl noch halten. Ansonsten wird's peinlich hier. Ansage oben links. Boom! Ja, mit Ansage. Was man nicht sieht, kann man nicht halten, mein Freund. Aber ein gutes Battle, muss man sagen. In Sichtweise zum Mainzer Profi-Stadion aufgewachsen, musstest du Fußballer werden? Ich bin schon als kleines Kind immer ins Stadion gegangen. Gerade aus der Haustür raus und dann rüber ins Stadion. Und mir wurde das so schon in die Wiege gelegt. Ja, ja, bei mir war es eher der Bolzplatz, aber okay. Du bezeichnest dich selbst als Adrenalin-Typ. Woran merkt man das? Ja, dass ich einfach verrückt bin. Ich glaube, Torhüter sind alle verrückt. Kennst du ja selbst. Also ja, wir schmeißen uns in jeden Ball rein und das ist natürlich normal. Auch in die einen oder anderen Spieler, die quasi im Weg stehen oder halt ja, und zum Kopfball gehen möchten oder mit dem Fuß hingehen. Ja, das ist halt, ich kenn's selber, ist gefährlich. Wirst du oft mit Manuel Neuer verwechselt? Also ich habe schon öfters mal gesagt bekommen, dass ich ihn ein bisschen ähnlich sehe. Ich sehe das natürlich gar nicht so. Aber ich würde sagen, eher Testegen. Das ist ein no joke. Das habe ich auch gehört, ja. Aber dann nochmal zu Neuer. Was hättest du auf dem Platz gerne von ihm? Ja,
Ja, er ist ein perfekter Torwart. Er ist nicht umsonst der beste Torwart der Welt. Er hat, glaube ich, ja, alles, was ihn eben auszeichnet. Es wäre nicht schlecht, wenn ich das hätte, ja. Komm zu mir, Digga, wir trainieren ein bisschen. Ich bring die beste Sachen dabei. Du schreibst dir vor jedem Spiel einen Zettel. Was steht da zum Beispiel drauf? 3 Punkte. Mehr schreibe ich da nicht drauf. Ja. Dein Vater ist LKW-Fahrer. Was hast du von ihm gelernt? Ja, ich habe die ganze Mentalität, glaube ich, die ich tagtäglich hier auf den Platz bringe, habe ich von ihm geerbt. Und wenn ich was mache, das halt eben zu 100% zu machen, das hat er schon früher so gehabt im Amateurfußball. Und ja, das bringe ich heute auch. Liegen immer noch deine F-Jugendhandschuhe in deinem Sprint? Ja, ich nehme die immer mit zum neuen Verein. Und ja, das war so ein Glücksbringer. Und ja. Nehme ich immer mit. Krass. So, Chris, vielen, vielen Dank. War ein episches Battle. Ich würde sagen, Revanche beim zweiten Teil, den könnt ihr jetzt abchecken. Ich will jetzt echt nicht Liegestütze machen, komm. Hey. Oh, Nachschuss und. Oh. Diesen Kanal hier abonnieren, Instagram von der Kickbox und dein Instagram auch. Genau. Wie heißt du auf Instagram? Christian Martena 92. Easy peasy. Perfekt. Danke. Okay.